Finale zum 112. Deutschen Trauerderby ist gestartet. Kampf um die Führung. Iserlohs ist am schnellsten flott. Der hat hier erstmal die Führung. In der zweiten Position war man Volizara. Innen hält Helibine mit Titus Peter gegen. Zu Beginn des Eduard Winterbogens sieht man. Jetzt ein Vierer von Wanda Volizara. Die zwei in der Luft. Pardon, die drei ist in der Luft. Ein 10-0 die erste Zwischenzeit. Und jetzt hat Iserlohs vorne freie Fahrt. Dicht dahinter Titus B. Hier das Dumelli an der Innenkante, außen begleitet von Freiheit Kiewitzhof. Und zum ersten Mal geht's auf die Tribünen gerade. Iserlohs weiter in der Spitze vor Titus B. Platz 3 für Weinhold Ass. Ordnet sich an der Innenkante ein. Dahinter Dumelli. Außen sieht man Freier Kiewitzhof. Dann folgt schon wie innen. Außen geht Loti. Foto und am Schluss des Feldes Titanzirk mit Sir November in der Außenspur. 17-5, die zweite Zwischenzeit. Es geht in den Skoda-Bogen und weiter in Iserlohs an der Spitze. Niemand bedrängt ihn. Iserlohs ist vorne. Titus B. dahinter in lauer Position. Helibine laut, ob da einer angepfiffen kommt. Dann geht er sicher raus in die zweite Spur. Muss er aber nicht. Er kann warten. Vorne weiter Iserlohs. Iserlohs mit Klaus-Peter Kern. Und Helibine reagiert, geht er raus in die zweite Spur und blockt damit erstmal Roland Hülsgaard mit Weinhold Assad. Dafür sucht innen die Lücke Heinz Wevering mit Donnelly. 16:5 die nächste Zwischenzeit. Vorne ist alles dicht beisammen. Iserlohs mit einer Länge vor Titus B. Der geht außen innen Donnelly. In zweiter Spur dann Weinhold Assad. Könnte gut gehen. Hat mit Titus B. ein super Vierpferd. Dann sieht man der Innenkante Janvier. Janvier außen begleitet von Freier Kiewitzhof. Es wird aber enger. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Aber immer noch der knappe Vorteil für Iserlohs. Titus B. drängt jetzt immer stärker. In dritter Spur wird Freier Kiewitzhof eingesetzt. Kommt in dritter Spur sehr gut voran. Hat bereits die dritte Position. 13-0 war die Zwischenzeit. Und Ausgang des Schlussbogen steckt jetzt Titus B. den Kopf in Front. Freier Kiewitzhof dahinter. In der Mitte sucht hier Reinhard Ast die Lücke. In der Distanz Titus B. im Vorteil. Titus B. ist vorn. Es attackiert aber jetzt außen Freier Kiewitzhof. Innen sucht Reinhard Ast die Lücke. Könnte vielleicht klappen. Ganz außen kommt aber Lotis Foto. Außen. Lotis Foto ganz außen und Lotis Foto mit Peter Stropa. Er gewinnt sein zweites Derby nach Abano Ast 2000. Die vier Lotis Foto.